Hallo, ich bin die Nathalie. Ich studiere Wirtschaftsinformatik in der EBZ-Gruppe und bin in der SAP-Abteilung ansässig. SAP ist ein System, das alle Prozesse im Unternehmen abbildet. Und für mich heißt das dann, diese Prozesse zu optimieren und neue Konzepte zu entwickeln. Wir haben dann ganz viele Projekte rund eben um das Thema SAP, die wir nach agilen oder klassischen Methoden managen. Eines von den Projekten war auch international, an dem ich teilnehmen durfte. Das war das BAN-Freigabeverfahren. Das heißt so viel wie, dass Bestellanforderungen freigegeben werden ab einem bestimmten Betrag. Und ich war dafür vor Ort 3 Wochen in Shenyang, in unserem Standort, habe entsprechende Einstellungen im System vorgenommen und die Mitarbeiter dort geschult. Ich bin auch im Controlling, also das SAP besteht aus verschiedenen Modulen und ein weiteres ist das Controlling. Ansässig. Hier mache ich neue Kostenberichte. Ich konzipiere neue Berichte im Rahmen der Kostenleistungsrechnung. Und insgesamt kann man sagen, wir sind einfach ein sehr agiles Team. Wir sind alle sehr motiviert und arbeiten auf der Basis von Wertschätzung und Vertrauen und würden uns freuen, wenn das Team weiter wächst.